Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyrim Anniversary Edition. Letzte Folge haben wir den Nachtrufer-Tempel, Nightcaller-Tempel leergeräumt. In der Folge werden wir uns mal ein bisschen die Füße im Museum vertreten und schauen, wo wir als nächstes hinreisen. Viel Spaß! Hey Orion, ich bin zurück. Ich habe dein Amulett gefunden. Bitte. Nice find, my friend. Here's a little something for your efforts. I'll go ahead and display it. Ja, danke schön. Wollen wir den ganzen Blunder ausstellen? Nanu? So. Dann stellen wir mal aus. Ich pfeife schon mal einen Teil hier. Hier ist drin was reingehört. Okay. Ich möchte keine ungelesenen Bücher einsortieren, sonst sammle ich die gerade nochmal ein. Schauen wir die uns schnell durch. Das ist die imperiale Infrastruktur, das sind die Kanäle, die hier überall verteilt sind. Da gibt es wohl mehrere Bücher, Windhelm, Weißlauf, Markat und so weiter und so fort. Animarkum, der Wumke. Oh, Alchemie, okay. Sortieren wir die da schnell ein. Dass ich da nicht alles dabei habe.
So, den ganzen Käse müssen wir selber einsortieren. Mara, Talos, Vermezio. Die Adeptrobe haben wir, glaube ich, schon aufgestellt im Keller. Osma, normale Klamotten. Die brauchen wir nur einmal. Die will ich verkaufen. Die verkauft der Wagen nicht. Die muss man händisch verkaufen. Warum auch immer der Wagen oben die nicht verkauft haben möchte. Ja, tatsächlich, hier sind Nekromanten oben ohne den grünen Totenkopf da drauf. So, Purple Coal brauchen wir auch nur eine. Gruben von Vermezia eins, davon eins. Stahl. So, dann. Oh, sind wir immer noch überladen. Müssen wir noch die Waffen loswerden. So, dann gehen wir doch mal jetzt in die Armory und was willst denn du jetzt? I have come across a rare discovery indeed. I got word of a unique relic and was able to procure it from a seller. Use it if you wish or place it on display. Danke. Kräftiger soll er aufhängen. Der müsste hier auch bei den Waffen sein, die wir. Das sieht nicht schlecht aus. Was kann denn der überhaupt? Das ist nett. 40 Punkte Lebensenergie wird absorbiert und Chance, ein Ziel für 3 Sekunden zu paralysieren. Paralysieren. Nicht parallelisieren, paralysieren. Ja, was denn nun? Hab ich doch in der Hand. Darf ich den nicht in der Hand haben? Na also, geht doch. Ach ja, gucken wir schnell. Hier sind also die Dinger, die haben wir alle von Orion geschenkt bekommen. Die Faust, die haben wir gerade aus dem Tempel rausgeräumt. Soundblade, damit haben wir den Vampir erledigt. Nein, Lampe. Hier hängt noch nicht allzu viel. Ja, hier laufen meine Tierchen rum.
Hier hängt die Stahlklaue, die haben wir aus der Kanalisation hier unter uns rausgeholt, und die Mornbringer. Eidalos Wand. Die haben wir geschenkt bekommen, auch von Aurion. Hier oben ist noch nicht wirklich viel. Aber hier hängen unsere Amulette aus, die wir gefunden haben. Kynaret, Mara, Stender, Talos, Zenitha, Julianus, Akatosh. Hier hängen die ganzen Amulette, die wir aus Bleakfalls Burrow geholt haben. Vielleicht haben wir eins übersehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entweder haben wir eins übersehen oder es liegt woanders noch. Das ist das Schwert aus dem Silent Moon Camp. Hier wächst unsere Bildergalerie. Ich habe wieder zwei Bilder unterwegs gefunden. Die hängen wir gleich mal auf. Können wir uns einen kleinen Louvre bauen. Und beidseitig, hier sind auch ganz viele Bilderaufhänger noch. Man sieht so schlecht, aber hier ist zum Beispiel einer. Also bis wir die Bilder hier alle aufgehangen haben, haben wir zu tun. Doch, und hier füllen sich langsam die Rüstungsstände. Der hier, das ist der Stahlständer. Bis auf die Plattenstahlrüstung hängt hier alles da. Sieht meiner Meinung nach gigantisch aus. Das gleiche haben wir hier für Eisen. Der Eisenständer ist fertig. Die haben alle oben im Bogen hängen, außer der Eisenständer. Weiß nicht warum. Hier haben wir angefangen, Zwergensachen schon zu finden. Das sind die Aschereichen Nord. Das ist im Prinzip der Krempel, den die Trauger anhaben. Ein bisschen Forsworn. Das war ganz am Anfang, wie wir den Stagmas Ring, den Jade-Krieger und so gesucht haben, das sind wir ja quasi quer gekommen. Hier hängt die Blades Armor. Die haben wir auch irgendwo zufällig gefunden. Orkische Rüstung. Die Elfen, die haben wir auch schon um einiges erleichtert an Waffen. Hier hängen allerlei Äxte. Schwerter, Dolche, das ist leider noch nicht ganz aufgefüllt. Hier habe ich tatsächlich angefangen, die ganzen Stoffis auszustellen. Hier haben wir Schwarzmagier. Da haben wir einen Vampirzauberer. Ein handelsüblicher Nekromant. Die Morgenröte, die Dendrische Kutte. Dann haben wir hier die Drachen, Bronzeschuppenrüstung. Dann haben wir hier die normalen Zauberer, das ist der Novize, der Adept. Dann möchte ich hier weiter bis zum Meister, wenn ich finde. Wir haben jetzt hier allerdings das Problem, dass wir Mincias Rüstung aufhängen müssen. Die ist ja auch noch eine böse, das heißt, wir rücken die Klamotten eins rüber. So, da haben wir den irgendwo den lila Kaul. Die Robe.
Zwerge. Und dann hatten die normale Schuhe an. Ich glaube, ich habe die ganzen Schuhe. Da habe ich sie. Wenn ich dann natürlich irgendwann mal die richtigen Schuhe finde, dann... kommen die auch richtige Schuhe an. Ah, du hast schon Schuhe an. Du hast Schuhe an. Du hast Schuhe. So. Ja, die Vervetia. Und jetzt kommen die Magier aus der Magiergilde. Wir sortieren das hier mal nach. Die Adepten, nein, wir brauchen die Novizen. Hut, Novizen, Stiefel, Novizen, Roben. Und dann haben wir hier die Adeptenrobe. Ne, blutige Stiefel, aber du kriegst Handschuhe. Hier habe ich den ganz normalen Priester aufgestellt. Das sind dunmerische Magierroben. Hier ist ein handelsüblicher Mensch mit normaler Kleidung. Verschiedene Schwerter. Hier habe ich mal Duskfang und Bloodthirst aufgehangen. Ich wusste jetzt aktuell nicht wohin. Es gibt auch keine Museumsständer dafür. Ich wollte ja eigentlich sauber Stäbe aufhängen. Das gibt der Miner. Das gibt der Gastwirt. Das gibt den Koch. Und das weiß ich noch nicht, was es gibt. Mal schauen, was wir da noch so an Klamotten haben. Vielleicht tue ich auch die Magier hier rüber auf die Seite hängen. Von der. Je nachdem, was wir da noch alles an Stoffklamotten finden. Dann machen wir die. Und hier in der Westwing habe ich schwere Rüstung angefangen. Hier ist noch nichts drin. Hier ist die schwere Stahlsoldatenrüstung aus der Creation, wo auch meine Rüstung her ist. Dann haben wir hier die Briganten. Das sind die der Vigil Enforcer aus der Oblivion Creation, die wir da gespielt haben. Die schwere Rüstung ist hier so ziemlich zu Ende. Ich habe noch nicht so viel schwere Rüstung gefunden. Und gegenüber hier auf der Seite haben wir dann die leichte Rüstung. Das ist zum Beispiel die ich anhabe. Die ist nicht vollständig. Ich möchte hier die ganzen Bögen hinhängen, die nicht zu den regulären Bögen gehören, die wir draußen im Hauptrondell hängen haben. Hier ist die Barbaren-Armor. Die Nordlight Light Armor. Das gibt der Trollbane Ständer. Ich habe ja gesagt, es ist leider noch nicht so vollständig alles. Das ist der Bosmer Ständer. Da können wir schon mal die so, das ist für einen Ranger. Das ist der Schaman. Und dann haben wir hier einen leeren, da können wir mal gucken, was wir daran hängen. Zum Beispiel die Mercenaries, das ist auch leicht. Oder machen wir da, ja, als nächstes nehmen wir den Crimson Archer. Barbarian Hero hatten wir auch noch. Crimson Archer.
Und der sieht cool aus. Die Barbarenrüstung finde ich eigentlich, sieht relativ lahm aus. Barbarian Hero haben wir Armor, Boots und Preiser. Armor, Boots und Preiser. Sieht auch nicht so toll aus. Sieht aus wie Strampelanzug, ne? Ja, da hängen wir was Schönes dran. Und ja, hier hatten wir dann die Vigilant Robes. Das ist die leichte Rüstung, auch aus der Oblivion Creation. Hier haben wir einen Vampir. Hier haben wir die Diebesgilde. Hier will ich die Dunkelbruderschaft hinhängen, wenn ich die mal finde. Und dann haben wir hier noch Platz für allerlei andere Rüstungen. Hier oben will ich die ganzen leichten Schilde hinhängen. Hier drüben möchte ich die ganzen schweren Schilde hinhängen. Also Stück für Stück wird das was. So, was habe ich dann? Die Barbarien, die waren nicht schön. Die schmeißen wir in die Kiste. Hier, das ist ein Heavy Raumschild. Das hängen wir gleich mal auf. Weil das sehr einfach aussieht jetzt. Light Painted Round Shield, das kommt dann darüber, das sind diese Buckler. Die Body Shields, die hängen wir mal darüber. Iron Reinforced Shield, das hängt draußen an der Eisenwand. So, die Not Mail müsste ich haben. Die Not Mail Rüstung ist das hier doch. Ja, ist vollständig. Hier, Northern Boots, Northern Gauntlets. Die können wir doch dahin hängen, das gefällt mir einfach nicht. Da gibt es bestimmt auch noch eine Northern Brustplatte. Ja, also wenn ich mir da schon allein die Boots und die Bracer angucke, das sieht einfach, oder Abschienen, wie sie auf Deutsch heißen, deutlich besser schon aus. Mal gespannt, was die Schamanin für eine Brustplatte da kriegt. Vielleicht können wir die auch thematisch sortieren, dass wir erstmal die Schützen auf die Seite stellen, zu den ganzen Bögen. Und dann, oder Waldläufer und so, aber das überlege ich mir noch. Dann wir eben die entsprechenden Waffen dazu drapieren. Aber es wird langsam, es macht Spaß, es ist schön. Ich muss sagen, ein Museum hier zu sortieren kostet definitiv Zeit. Ausstatten ist eine schöne Sache, ist entspannend. Und ich muss sagen, hier die Amory ist tatsächlich eine meiner Lieblingsecken, in denen ich mich aufhalte. Wir können noch kurz in die Bibliothek. Auch hier beginnen sich die Regale zu füllen mit den ganzen Büchersets, die wir so Stück für Stück finden. Immer wieder, wenn ich vorbeikomme, klicke ich auf Bücher einsortieren. Hier auch in den Trakt der ganz wertvollen Bücher ist das ein oder andere schon.
Und last but not least die Dragonborn Hall. Da ist am wenigsten. Was mich alles ausstellen kann. Meinetwegen. Ihr seht, hier herrscht immer noch gähnende Leere, aber die ganzen Schreine sind da endlich. Ne, sind sie nicht. Zenita, Stander, Mara. Die tauchen aber hier auf. Und hier sind die einzelnen Steine, die wir in der Welt angeklickt haben. Die tauchen hier auf. Also müssen wir alles, was wir finden, noch ankrabbeln. Dass ich auch hier... Da ist ein Schalter. Den sieht man gar nicht, wenn man keine Laterne anhat. Ach, da schon mal einer, guck. Wo geht's denn da hin? Halle der Geheimnisse hat einen Geheimgang. Wo kommen wir denn da raus? Oh. Okay, wir sollen mal mit dem Chef über die geheime Halle hier quatschen. Das Silber nehmen wir natürlich mit. Das können wir bei uns oben in die... Eisenstiefel. Nicht, dass wir so bräuchten. Ich weiß nicht, wie lange die Karotten hier drin schon liegen. Aber das Silber geht definitiv nicht kaputt. Das stellen wir oben bei uns in die Silbervitrine. Das wird gespült und dann kann man es ja wieder verwenden. Sogar ein Bett steht hier drin. Also ich möchte nicht, dass hier Banditen unter meinem Schlafzimmer hausen. Da müssen wir mal mit Orion sprechen, dass der sich darum kümmert, dass hier zu betoniert wird. Nee, du bist kein Orion, du bist ein Ork. In der Bibliothek, alles klar. Ich komme ein Stückchen zu dir, sonst hört man dich wieder nicht. Was hat das bitte mit dem versteckten Raum unter der Drachenblutgalerie zu tun? Oh, the Hall of Secrets. I had all but forgotten about it, to be honest. When we broke ground on the foundation of the museum expansion, we accidentally broke through into a sealed-off chamber that was built under the Pelagius wing of the Blue Palace. When I asked them about it, it apparently used to be some sort of panic room for Pelagius when he was in one of his more violent manic episodes. They sealed it off long before the rest of the wing and forgot all about it. I asked for permission to use the room as a bit of a secret storage vault in case Solitude was ever invaded. I would store the relics there and lock down the museum. They gave permission and I had the tunnel finished and access in the hall made. Könnte ich das vielleicht als Ausstellungsraum für Sachen nehmen, die man vielleicht vor ja, interessierten Augen besser versteckt hält. Certainly. I suppose if you are ever in need of a place to store items of a more questionable nature, that room would be ideal. I'll go ahead and outfit it for you, but I'll take a nobody asks, nobody tells approach to it, and you do with the room as you like. Klar. I won't plan
plan on taking any tours down there either. I should have it all cleaned up for you by tomorrow. Ja, das ist aber nett von dir. Danke sehr. Noch eine versperrte Tür. Ja, also langsam aber sicher wächst das Museum, gedeiht das Museum. Ich glaube, du musst in jedes Dungeon und jeden Winkel einmal rein, um alles zu finden, was hier ausstellbar ist. Das ist unglaublich. Dennoch bin ich total begeistert. 266 Ausstellungsstückchen haben wir. Weitere werden folgen. Ich mich jetzt mal wieder um meine Ausrüstung und das leibliche Wohl kümmern. Sprich, ich werde ein bisschen craften, kochen etc., Charakter ausrüsten, Krempel verkaufen, den wir doppelt haben und ich nicht unbedingt haben möchte in 5-6-facher Ausführung. Dann suche ich mir ein Ziel raus, was wir uns als nächstes anschauen werden. Und dann starten wir los. Ja, da mache ich jetzt einen Cut, damit wir eine abgeschlossene Museumsquest, nein, eine Museumsfolge haben. Gibt ja den einen oder anderen, den interessiert das nicht so unbedingt, im Zuhause hier rumzustiefeln. Die nächste Folge gibt wieder Action, da gehen wir nach Ustengraf. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ist ordentlich Arbeit gewesen, hier die ganzen Mannequins aufzusortieren. Mir gefällt's, ich liebe Housing hier auch in Skyrim. Ich werde mich da noch ganz viel hier im Museum rumtreiben. Denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen, dann bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos hochlade. Schreibt eure Meinung, Ideen, Kritik, was auch immer unter das Video. Ich lese es durch und beantworte es natürlich auch gerne. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr reingeschaut habt. Halte die Ohren steif. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.